Und dann so mit einem kalten Lappen, mach das weg! Nein. Das war wirklich oft. Liebe dich? Ja. Und du hast gesagt, das wird ein Einzelkind. Stimmt. Jedes Mal, ja, es ist gleich vorbei. Was sollen wir denn sagen? Jetzt den Damm oder? Schneid mich jetzt auf oder so. Und noch Geld übrig haben, dass man der Gesundheit von Deutschland, da muss doch Geld da sein. Ja. Ich verstehe das der nicht. Der Zug. Braucht die Welt wirklich noch einen Geburtsbericht? Ja, das haben wir uns sehr lange gefragt und wir haben uns da auch viele Gedanken drüber gemacht, ob wir den Geburtsablauf der Öffentlichkeit preisgeben möchten und hatten ja dann auch bei Instagram gefragt, wie es ist und die Resonanz war natürlich so, dass viele das wollten und man kann das natürlich auch verstehen. Ich als Gynäkologe habe über viele hunderte Geburten miterlebt und da wollten natürlich alle wissen, wie war das jetzt so bei der eigenen Geburt. Und Mareike hat ja auch ein gewisses Vorwissen dadurch und wie war es für sie? Sie hat ihr erstes Kind bekommen und da war natürlich das Interesse groß und wir haben uns gesagt, komm, wir setzen uns hin und drehen es ab und gucken dann, wie es ist. Und was ich schon vorher auch gesagt habe und auch immer sage bei all meinen Videos und auch bei den Vlogs jetzt, mein Content muss einfach einen Mehrwert haben für die Leute da draußen. Also die müssen da irgendwas mitnehmen können, irgendwas lernen können und ich möchte jetzt nicht euch erzählen, was ich heute Morgen gegessen habe und wie es dann beim Joggen war oder was weiß ich, das interessiert nicht, sondern ihr müsst irgendwie was davon haben, was wir euch hier vor der Kamera erzählen. Und als wir dann fertig waren und uns das nochmal angeschaut haben, haben wir gedacht, das ist gut, das machen wir, denn es kommt schon viel rüber, es kommt auch viel so von mir rüber, wie es denn für mich war und auch wie es für Männer im Kreißsaal ist. Es wird politisch, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe zum Schluss nochmal einen kleinen Ausraster, einen politischen Ausraster wegen der Situation, die so aktuell im Gesundheitswesen herrscht. Das fand ich gut. Mareike hat sehr viel erzählt aus dem Nähkästchen, wie es ist, die ersten Wehen, wie das mit dem Atmen ist, wie es auch dann richtig unter Geburt ist, wie es ist, wenn das Kind da rauskommt und auch die Nachgeburt. Das sind alles so Dinge, die viele Menschen da draußen wahrscheinlich interessieren. Zugegebenermaßen, wir haben, wenn auch sehr, sehr wenig rausgeschnitten, wo es uns einfach zu persönlich, zu privat wurde, haben wir gesagt, das machen wir raus und trotzdem ist es, glaube ich, 95% unangetastetes Material. Wir haben das in einem Schwung durchgedreht und denke, das ist so eine ganz gute Mischung aus lustigen Sachen, ernsten Sachen, schönen Sachen geworden. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserem Geburtsbericht. Gut. Geburtsbericht. Geburtsbericht. Ob das was wird? Ich weiß nicht. Wir fangen schnell an. Also, sehr erwähnt, dann kreist dann einmal das Kind da. Und zack, fertig. Dann fangen wir doch mal am Montag. Fangen wir doch mal einen Tag vorher an. Montag. Sonntag war das eigentlich. Ja. Ja. Ja, stimmt. Sonntag. Du hast recht. Sonntag. Genau. Was haben wir Sonntag gemacht? Waren wir da noch am See? Nee, Sonntag waren wir hier im Wald spazieren. Stimmt. Also, längere Runde. Du warst 39 plus zweite Schwangerschaftswoche und es begab sich zu einer Zeit, da war Sonntag. Genau. Und du hast schon so die ersten Wehwehchen gehabt. Genau. Ich habe immer mal so ein Ziehen gehabt, was ich vorher einfach nicht hatte. Und ja, dann den Sonntag dachten wir, gehen wir nochmal eine große Runde mal spazieren, ne, um einfach mal hier ein bisschen aus dem Haus rauszukommen. Genau. Und waren wir im Wald und Diana ist ja auch noch vorbeigekommen. Mhm. Ja, genau. Und ja, dann war ich abends noch richtig schön in der Wanne. Wir haben eine richtig schön große Wanne mit so einem Riesenbauch. War das herrlich. Genau. Und ja, du... Dann ist da noch was passiert. Du warst auch in der Wanne? Ich war auch in der Wanne. Ja, und wie ist so passiert, wenn zwei nackte Menschen in der Wanne sind, die verheiratet sind? Liebe. Ja, das ist dann auch noch passiert. Und dann sind wir alle glücklich und sauber eingeschlafen und befriedigt eingeschlafen. Und dann kann ich ja mal übernehmen, am nächsten Morgen mache ich auf. Du bist um 8 aufgewacht. Ich bin um 8 aufgewacht und hatte schon eine hellwache Mareike neben mir, die mich mit solchen Augen angeguckt hat und gesagt, oh, ich merke was. Aber jetzt hat sich schon was geändert. Und du warst auch noch relativ entspannt. Also es war schon so, dass du gemerkt hast, dass deine Wehen sich
ein Stück weit geändert haben, dass sie regelmäßiger wurden. Ja, also es war wurden. Genau, heftiger auch. Also es war jetzt nicht, ich war irgendwie so um 6.30 Uhr, 7 Uhr irgendwie wach geworden von einem bisschen Schmerz tatsächlich. Und es hat dann tatsächlich so ein bisschen gezogen und ich dachte, okay, warten wir es mal ab. Und dann kam das so nach 20 Minuten wieder. Da dachte ich, okay, warten wir es nochmal ab. Und dann kam es so nach, ja, 25 irgendwie. Ich habe so auch tatsächlich, man ist ja dann total wahnsinnig und fängt dann tatsächlich schon an, auf die Uhr zu gucken. Und dann so, ja, 20, 25 Minuten später wieder. Und ja, dann wurde er irgendwann wach und ich sofort so, ja, hallo, guten Morgen. Hallo. Also man hat schon gemerkt, dass sich da jetzt was ändert und auch was tut. Da ist es oft so, das ist jetzt so ein 50-50-Ding. Entweder es geht dann irgendwann so richtig los oder es legt sich alles komplett wieder. Deswegen haben wir eigentlich relativ entspannt gesagt, schauen wir mal. Genau. Problem war nur, an diesem Tag, es war ja Montag, hatte ich Dienst. Ich hatte einen Dienst, der fängt um 15.30 Uhr an und geht bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr. Und das war, was mir so ein bisschen ja, sauer aufgestoßen ist, denn ich wollte sie so, wie sie jetzt ist, auch nicht alleine lassen. Ich so, oh, geh doch zum Dienst, gar kein Problem, geh doch hin. Ja, genau. Aber es wurde dann... Man weiß es halt nicht. Ja, ne? Nachher, ja. Du bist hier irgendwo ganz weit weg, das ist so fast 25 Kilometer vor Kassel. Und da alleine dann sich ins Auto setzen mit zunehmenden Wehen, das finde ich einfach nicht cool. Und deswegen habe ich dann versucht, meinen Dienst irgendwie zu tauschen. Wir haben noch erst gewartet. Stimmt, wir wollten noch genau. Es war ja morgens um 8. Ja, genau. Und wir haben gesagt, okay, ich muss um 15 Uhr irgendwann losfahren. Schauen wir mal, wie es um 12 ist und wenn es sich bis um 12 nicht gebessert hat. Ja. Was du aber nicht wusstest, ich habe schon gleich natürlich um 8:30, 9 schon mal so ein bisschen rumgefragt. Ja, das wusste ich nicht. Ja gut, man muss ja so seinen Plan B haben. Ich habe nur gesagt, es tut sich hier was. Ich weiß noch nicht, wo das Ganze endet. Und ich müsste einen Plan B, ein Backup geben. Und da hat sich auch relativ schnell eine sehr, sehr liebe Kollegin, Grüße an der Stelle, gemeldet und gesagt, ich übernehme den Dienst, kein Problem. Und da war ich schon mal safe. Da habe ich schon mal gesagt, okay, für den Tag bist du jetzt schon mal raus und kannst dich ganz der Frau widmen und den Wehen widmen. Und ja, da war es dann irgendwann so gegen Mittag. Und es hatte sich nicht wirklich viel geändert. Nee. Also es kam mal irgendwie alle 10 Minuten und dann mal wieder eine Dreiviertelstunde gar nichts. Ja, es war so nicht Fisch und nicht Fleisch. Genau. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir nochmal spazieren. Genau. Ja. Und es war bullenheiß. Ja, so es war richtig 36 Grad draußen. Und dann sind wir hochgemarschiert. Zum Edeka, ne? Haben wir ein Stück Kuchen geholt. Genau. Achso. Ja. Ja, zum renommierten Einkaufsladen. Und genau. Und da war es. War es immer noch okay. Und dann habe ich irgendwie gesagt, dann war es so irgendwie 16 Uhr, ich lege mich nochmal hin. Vielleicht hat die einfach noch keine Lust, die kleine Maus, und möchte noch ein bisschen drin bleiben. Und es beruhigt sich ja alles, wenn ich mich nochmal hinlege. Ja, und dann habe ich mich hingelegt und konnte definitiv nicht einschlafen, weil es wurde dann doch sehr regelmäßig und auch noch heftiger. Ne? Und ich saß hier unten am Tisch ganz entspannt und habe irgendwas am Rechner gemacht, Videos geschnitten, weiß ich nicht mehr. Und bekam dann irgendwann eine WhatsApp-Nachricht. Von oben? Genau, von 3 Meter höher. Kommst du mal? Irgendwie ist das doch irgendwie regelmäßig. Okay, ja, bin ich hochgegangen und da sahst du immer noch entspannt aus, aber irgendwie schon so ein bisschen verändert. Man sieht das den Frauen ja schon an irgendwie, dass da sich was tut. Ja. Und dann haben wir gesagt, wo waren es denn da? Ja, schon gegen Nachmittag. 16.30 Uhr oder so, ja. Würde ich jetzt mal sagen. Da habe gesagt, gut, ich schaue jetzt mal, ich mache einfach mal eine Untersuchung und gucke nach Muttermund. Und damit wir einfach wissen, dass wir so einen Vergleich haben für später, wo wir dran sind. Und jetzt muss ich sagen, das ist das allererste, wirklich allererste Mal, dass er mich überhaupt untenrum untersucht hat. Wirklich das erste Mal. Aber wir hatten halt irgendwie auch keine Lust, ins Krankenhaus zu fahren und da ist nichts. Ich meine, er kann halt nachgucken, das wäre ja total doof, wenn wir dann ankommen und es ist irgendwie noch gar nichts los. Oder wir fahren viel zu spät los und dafür ist er halt nur mal da. Aber es ist das erste Mal gewesen, dass er mich untenrum untersucht hat. Das muss ich einfach mal sagen. Muss er sich da rechtfertigen oder was? Nein, das interessiert doch die Leute. Die wollen das doch alles wissen. Nein, ich habe jetzt nicht jeden Tag da geschaut, das stimmt. Nein. Es war aber auch vorher so abgesprochen. Ich habe gesagt, wenn es da mal in die heiße Phase geht, kann ich ja mal schauen. Außer genau. Du hast einen Blasensprung, dann hat sich erledigt. Dann fahren wir langsam los. Ja, und es war ein, wie ich immer sage, ein sehr schöner Befund. Also das Köpfchen von der Kleinen hat mega gedrückt. Das war sehr, sehr tief. Und sie war für mich schon so 2 Finger durchgängig, heißt das, also so 2 Zentimeter, alles weich. Und für mich war das so ein richtiger, wunderschöner Befund. Es fehlten nur noch so die richtigen, regelmäßigen Wehen. Und auch so tief das Köpfchen, dass ich gesagt habe,
Ja. Ich glaube, wir müssen mal ins Krankenhaus. Genau. Ich hatte dann quasi noch die Finger drin und habe sie angeguckt und gesagt, wir fahren mal los. Ich habe dann sogar noch geduscht. Ja, ja. Tasche war gepackt. Ich habe gesagt, jetzt keinen Stress. Wir müssen jetzt nicht hier mit 180 über die Landstraße knallen. Aber wir können jetzt mal so mal gucken, mal langsam in die Klinik fahren. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja. Es könnte sein, dass gleich das Kind wach wird und wir kurz pausieren müssen. Wir beobachten es schon die ganze Zeit hier. Um dich geht's, ja? Ja. Dann sind wir losgefahren. Und auf der Fahrt hatte ich dann schon, da haben wir echt mal immer auf die Uhr geguckt, wirklich alle 10 Minuten, ne? Ja, kürzer sogar, alle 7, 8 Minuten war das echt. Und das regelmäßig, es war ja vorher mal hier 10 Minuten, mal da wieder 20, mal wieder 5. Ja. Und jetzt wurde es wirklich so regelmäßig, wo man sagen kann, das kann auch was am Muttermund richtig machen. Und da sind wir richtig gute Dinge alle angekommen. Dann haben wir dich ans CTG gelegt. Und dann lag ich da so schön und das war so bequem. Es war gekühlter Raum, es war bequem. Und die Wehen haben sich gesagt, Schausen. Ja, also, warst du entspannt. Es war entspannt, aber es war ja trotzdem noch regelmäßig. Ja, ja. Aber es war nicht mehr so heftig. Genau, also wenn du jetzt in meinem Dienst gekommen wärst, dann hättest du vor mir gestanden, hättest du gesagt, hat noch ein bisschen Zeit, genau. Und dann haben wir eigentlich das Richtige gemacht, was wir auch den Frauen da immer raten. Wir gesagt, gehen wir nochmal spazieren. Hopp oder top, entweder jetzt tut sich was oder es tut sich gar nichts, dann können wir nochmal nach Hause. Genau, wieder bei der Bullenhitze. Ja, genau. Und wir sind dann aus dem Klinikum raus und es war wirklich richtig heiß. Es war 17 Uhr, 19 Uhr. Es war so drückend, es war richtig abartig. Richtig heiß. Und wir sind dank deiner zunehmenden Wehen dann, denn beim Spazierengehen ging es dann richtig ab. Ja. Nur so 10, nein, noch nicht mal 10 Meter gekommen. Und immer, so immer 10 Meter Pausen. Ja, aber gut, es war halt echt ein langer, langer Weg, ein beschwerlicher Weg. Es war vielleicht ein Kilometer und wir haben eine Stunde gebraucht. Wir versuchten immer irgendwelche schattigen Plätze anzugehen, anzulaufen. Für die nächste Wehe. Genau. Und einmal war nur so eine Straßenlaterne da, die Schatten geworfen hat. Ich gesagt, stell dich doch da rein. Hat mich gepasst. Das war so ein Streifen hier, so Bauch voll in der Sonne. Nun ja, nach einer guten Stunde, wir haben auf die Uhr geguckt, sind wir wieder zurück in Kreislauf. Um 8 waren wir dann im Kreislauf. Und dann warst du nicht mehr so entspannt. Nee. Dann war das Lächeln schon so ein bisschen so... Hey. Ja. Ich lächle immer. Ja. Also es ging dann schon, wo ich dann auch während wir spazieren gegangen sind, gesagt habe, wir fahren nicht auf keinen Fall nach Hause. Also das ist mir egal. Und wenn wir hier jetzt 2 Nächte rumliegen und es passiert gar nichts mit dem Muttermund, das ist mir egal. Mit so wie wehen nehme ich dich einfach auf nicht mit. Auf der einen Parkbank war es doch so total. Ja gut, da hast du ja fast die Parkbank aus den Ankern geholt und weggeschmissen. Ja, so schlimm ist es noch nicht. Ja, und dann? War ich auch schon so 3-4 Zentimeter, ne? Mhm. Nach der Stunde? Ja. Also von fast gar nichts auf 3-4 Zentimeter. Das war schon ordentlich für eine Erstgebärende. Und da haben wir gesagt, was wollen wir tun? Rumlaufen, was weiß ich, rumliegen oder Wanne. Und du bist ja so ein Wannenmensch und das wusste ich vorher auch. Und das ist auch etwas, was ich gut finde. Da haben wir gesagt, in die Wanne. Ja. Milde Temperatur, 36, 37 Grad, so Körpertemperatur, nicht zu heiß. Und da ging es dir, jetzt muss ich fast übernehmen, weil du ein bisschen weggetreten warst dann ab einem gewissen Punkt. Das war so schön in dieser Wanne. Ging es ihr gut. Also es ging ihr gut. Sie hatte dann echt regelmäßige, hammermäßige Wehen. Aber sie war relativ entspannter als draußen, also außerhalb der Badewanne. Man ist halt so leicht, ne? Man ist halt nicht so, verkrampft halt nicht so. Nein. Also mir hat das sehr gut getan, so als Überbrückung einfach. Genau. Und da war ich fast eine Stunde in der Wanne. Ja. Und dann war auch langsam Schichtwechsel. Es wurde so 22 Uhr, da kommt bei uns die neue Hebammenschicht. Und wir hatten zu dieser Zeit eine sehr gute Hebamme. Und da ist natürlich immer die Frage, wer kommt jetzt zur Nacht? Und da habe ich natürlich schon die Fühler ausgestreckt und habe dann auch den richtigen Namen gehört. Und dann war ich total happy, weil das ist so mit einer der erfahrensten, die es bei uns gibt. Die hat schon mit meinem Vater zusammengearbeitet. Und das ist auch schon ein paar Jahre her, dass er da in der Klinik gearbeitet hat. Deswegen, da war ich super happy. Das passte menschlich, das passte fachlich. Und da war ich schon mal echt, habe ich mich zurückgelehnt, alles cool. Und dann bist du aus der Wanne raus, wo Schichtwechsel war, da kam sie nämlich dann. Genau. So um 10:30 abends. Dann ist direkt die Blase gesprungen. Ja, stand sie vor der Waschmaschine, wollte ich sagen, vor der Waschmaschine. Vor der Wanne. Vor der Wanne und ist die Blase gesprungen. Genau, da lief es schön raus. Und was haben wir dir da alle gesagt? Jetzt geht's los. Ja, jetzt wird sich nochmal richtig verändern, auch die Wehen. Genau. Und das kann man so unterschreiben, ne? Ja. Also dann hat es mich echt ganz schön weggehauen von den Schmerzen, das muss ich schon sagen. Und auch halt kreislauftechnisch einfach. Ja. Es war heiß, du bist mega schnell eröffnet, das waren krasse Schmerzen. Du hast ja bis dahin noch
fast noch gar keine Pornüle gehabt, weißt du noch? Nee, habe ich noch gar nicht, stimmt. Genau, du hast erst super spät, kurz vor dem Kreislauf, erst die Pornüle bekommen, dass wir dir irgendwas mal geben konnten. Ja. Und dann haben wir dir erstmal ein bisschen was Wasser gegeben, also Steropondin einfach gegeben und mal ein bisschen was gegen die Schmerzen. Das war aber echt so Buscopan, so homöopathisch mehr oder weniger bei Geburt. Und dann haben wir gesagt, gut, Blasensprung, zunehmende Wehen, Kreislauf, gehen wir mal in Kreislauf. Genau. Ja. Und dann begann eine Zeit, die ich nicht cool fand. Hast du die noch in Erinnerung? Nicht mehr so. Nee, den so Weg im Kreißsaal? Ja, doch, das weiß ich noch. Und im Kreißsaal dann? Ja, auch, dass ich halt da auf diesem Bett dann so blöd hing. Das weiß ich auch noch. Dass du vorher standst, weißt du nicht mehr? Doch, weiß ich auch. Okay. Ja. Und dass es dann nicht ging? Genau. Und dann hast du dich gesetzt? Genau. Okay. Also es war wirklich so, dass ihm im Kreislauf komplett abgeschmiert ist und auch relativ schnell. Also es ging wirklich von jetzt auf gleich, dass sie darüber gelatscht ist und alles war happy und alles war gut und jetzt geht's richtig los. Ich auch, mega motiviert, mega froh. Und dann begann echt eine Zeit, wo ich auch wirklich bedrückt war und wo ich dann auch nicht so richtig wusste, ist das jetzt noch so cool. Es war nicht lange, vielleicht so eine halbe Stunde oder so, aber sogar die Hebamme meinte dann, boah, die ist aber ganz schön blass, Lena. Das weiß ich noch, dass sie das gesagt hat und sich auch ein bisschen erschrocken hat, wie weiß ich doch ums Näschen bin. Da muss man auch echt so sagen, ich war da eine halbe Stunde alleine mit dir, weil die Hebamme bei einer anderen Geburt kurz sein musste. Die hat gesagt, ich bin danach ganz für euch da, es ist jetzt noch eine Geburt, die dazwischen kommt. Und ich bin vom Fach und ich kenne mich aus. Und selbst für mich war diese halbe Stunde eine Qual. Also es war nicht schön, weil ich habe gemerkt, dass Mareike zunehmend schlechter geht. Ich habe einfach gemerkt, ich bin so erschöpft oder so kreislauftechnisch so da, dass ich irgendwie nicht mehr... Und so kannte ich dich halt gar nicht. Also du bist sonst immer, weißt du, du hast Schmerzen, das ist dann aber okay, damit kann ich umgehen. Aber dass du dann so komisch wirst, damit konnte ich nicht richtig umgehen. Und dann war es wirklich eine halbe Stunde, die echt doof war und wo mir einiges auch durch den Kopf gegangen ist, was jetzt dann, weißt du halt genau, so viel, was alles sein könnte jetzt. Und dann bin ich rausgegangen, das weißt du auch noch so am Rande, und habe die Oberärzte dazu geholt. Weil das war mir dann, ich wollte auch Papa sein und Vater sein und Ehemann sein und wollte jetzt nicht da Diagnosen stellen. Das war eigentlich überhaupt nicht mein Anliegen. Ich wollte damit nichts zu tun haben und fing jetzt an, da mir Gedanken zu machen über die Geburt. Und das fand ich alles nicht cool. Und dann bin ich raus und gesagt, hier, guck mal. Und dann kam sie auch gleich. Mit dem Ultraschall. Blutdruck geguckt, Blutzucker, es war alles in Ordnung. Der Kleinen ging es gut, man hängt ja die ganze Zeit am CTG. Ja. Das muss man ja auch sagen. Ne? Und die hat das super gemacht. Die hat, wir gucken immer darüber, weil sie da drüben liegt. Nicht wundern. Nein, sie liegt hier quasi schräg gegenüber und so. Macht. Ist so am Aufwachen. Ne? Ja. Oder sie kämpft mit dem Darm. Ich guck nur mal kurz. Wo die Kamera noch? Ja, und also da nochmal auch an alle Männer da draußen, die bei einer Geburt alleine mit ihrer Frau sind, weil die Hebammen durch die Arbeitsbelastung einfach keine Zeit haben, da ständig eine 1-zu-1-Betreuung zu machen. Hast du jetzt ganz anderen Respekt? Das ist super heftig. Also wirklich, du weißt ja auch als Mann, man kennt sich aus, aber man kann ja trotzdem nicht helfen. Und wenn man jetzt außenstehend ist und auch nicht weiß, ist das jetzt normal oder nicht normal, das ist ja noch bescheuerter. Also das finde ich ganz fies, dass es da Situationen gibt, wo die Männer ein paar Stunden alleine mit ihrer gebärenden Frau sind, aber keiner außer... Und die Frau ist ja in einer ganz anderen Situation in dem Moment. Die ist ja total anders drauf. Du bist ja... Du erlebst ja was, was du ja noch nie vorher erlebt hast. Und da verhältst du dich ja auch anders. So verhältst du dich ja sonst nicht in einer normalen Situation, auch unter so Schmerzen. Ja. Und das muss so ein Mann ja auch erstmal schlucken und denken, oh Gott, was ist jetzt mit dieser Frau los? Die ist ja irgendwie gar nicht so, wie ich sie kenne. Ja. Nee, ist sie nicht, weil sie hat total die krassen Wehen. Ja, man lernt sich nochmal ganz anders auch kennen. Ne? Da haben wir die Geschichte in der Wanne vergessen, dass du da so ein Kotztütchen verleihst. Ach so, ja. Naja, jedenfalls. Kreislauftechnisch etwas abgeschmiert. Auf einmal habe ich nur den Marschbefehl bekommen. Kotztüte! Und wie? Alter, aber wirklich. Kotztüte. Aber, ich habe reagiert wie ein Blitz. Zack. Und dann, haben wir diesen Fazit man auch mal ganz normal, dass man unter Geburt auch mal brechen muss. Man also hat Kreislauf, man hat Schmerzen. Ja. Das passiert ganz oft, da dürft ihr euch nicht schämen. Nein. Genau. Auch andere Dinge. Einfach alles rauslassen. Ja, herrlich. Wirklich. Aus danach ging es mir total gut. Aus allen Löchern ist es völlig egal. Wir freuen uns ja immer. Ne? Wenn die Frau kotzt, freuen wir uns. Wenn die Frau kackt, freuen wir uns. Wenn die Frau pinkelt, freuen wir uns. Wir sind ein bisschen komischer. Naja, jedenfalls war dann diese heikle Situation für mich jedenfalls so safe. Das war alles in Ordnung. Ich konnte mich jetzt auch wieder ein bisschen entspannen und du wurdest auch zunehmend ein bisschen ansprechbarer. Genau. Was ich noch nie gesehen habe, und ich habe viele Geburten miterlebt, dass jemand in der Wehenpause
immer schläft, also fast am Schlafen ist. Ich habe halt meine ganze Energie in diesen Wehenpausen gezogen. Ich habe mich richtig schön dann zur Seite gelegt, mich zudecken lassen und alle Kraft gesammelt für die nächste Wehen. Das war ganz zum Schluss. Das war eine super Taktik. Ganz zum Schluss war das echt ein Ritual. Denn in der Wehenpause hat die Hebamme ein Kissen zwischen die Knie gemacht, Mareike auf die Seite gelegt. Ich habe mit einem kalten Lappen oben getupft. Der nächste hat ihr was zu trinken gegeben und dann wurde erstmal ein paar Minuten geschlafen oder gedöst. Das war so lustig. Und das war jedes Mal. Dann kam wieder eine Wehe, alles abgebaut, alle weg. Und Wehe, Wehe, Wehe. Und wieder alles zusammengebastelt. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Vom Muttermund warst du da im Kreißsaal dann schon... Vollständig, das ging. Fast vollständig. Fast vollständig. Du hast noch ein Säumchen da oben. Ja. Das war nervig. Aber es ging ja, insgesamt habe ich ja echt innerhalb von 4 Stunden oder so voll eröffnet. Das ging wahnsinnig schnell. Also es war super schnell. Deswegen, das waren auch einfach richtig heftige Schmerzen. Also so... Diese Wehen vorher ist cool und kann man gut mit umgehen, aber diese Eröffnungswehen, die sind schon echt richtig krass. Ja. Also da. Das ist auch frustrierend, weil du nicht so richtig weißt, wofür es ist. Nachher hast du 5 Stunden Wehen und da sagt die Hebamme beim Muttermund fühlen, du hast dich noch nicht so viel getan und du hattest aber 5 Stunden Wehen und denkst, okay, was soll der Scheiß? Ja. Wozu habe ich Schmerzen, wenn er sich da nichts tut? Da muss man echt geduldig sein. Wir sagen immer, jede Wehe ist für irgendwas gut und wenn es nur das Kind positionieren ist. Und wenn es dann irgendwann vorwärts geht mit dem Muttermund, ist das auch besser. Blöd ist auch, wenn du so bei 6-7 cm stagnierst. Wenn du so 6-7, oh geil, jetzt geht's gleich richtig zur Vollen und 2 Stunden später bist du 6-7. Das ist auch richtig kacke. Aber hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Wir hatten nur einmal diesen Saum da stehen. Genau. Also so einen ganz kleinen Rand mal vom Muttermund und den hat die Hebamme dann unter einer Wehe mal ein bisschen nach hinten gedrückt, was nicht angenehm war. Nee, das tut schon weh, aber es ist halt nur unter einer Wehe und dann ist wieder weg, ne? Also dann... hat man es schon geschafft. Und dann galtst du quasi als vollständig. Das ist ja schon mal so ein Meilenstein, wo wir sagen, okay, jetzt wird es sich auch für dich verändern und du darfst mitdrücken. Und das ist, glaube ich, was du gerade gesagt hast, die Eröffnungswehen sind halt so fies, weil du die nur ertragen musst. Ja, und wegatmen musst halt, ne? Und wenn du so langsam mitdrücken darfst, dann darfst du wenigstens da mal gegensteuern und einfach mal die Energie da nach unten entladen. Wie war das so für dich, als du dann gesagt bekommen hast, mitdrücken? Also erstmal noch vorher... Ich musste halt erstmal mich überhaupt an dieses ganze Atmen und auch jede Wehe wird irgendwie ja anders weggeatmet. Also am Anfang diese Senkwehen, die sind ja noch total cool, da kannst du einfach selber noch relativ normal atmen. Macht man so, ne, wie man das halt so kennt. Und dann bei diesen Eröffnungswehen, da habe ich ja echt mit der Hebamme diese schnelle Atmung gemacht. Das hat dir gut getaugt. Ne? Und das hat mir gut getaugt, da kann ich mir aber vorstellen, dass viele da nicht so gut mit klarkommen. Das sind jetzt ganz schnelle Hecheln, genau. Damit man nicht in Versuchung kommt zu pressen. Das ist halt echt schwierig in dem Moment. Und du verarschst halt auch dein Gehirn. Ne? Genau. Du sagst deinem Gehirn, atme, 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 atme und dann vergisst so ein bisschen, dass da Schmerzen sind. Ich glaube, die Kleine hat leider Hunger. Mach mal einen Break und gleich weiter. Wir sind beim Veratmen der Eröffnungswehen. Wie ist das und jetzt dann, wie das Atmen unter Presswehen ist. Genau, und wie es dann weiter vonstatten ging. Teil 2. Wo waren wir? Du hast das Kind gestillt. Meine rechte Brust ist jetzt viel kleiner als vorher. Sie ist ein Kilo leichter. Wir waren bei deinem Muttermund. Bei den Wehen, wie sich das anfühlt, wie man atmet. Ja, wie fühlt sich denn eigentlich eine Wehe an? Das habe ich dich, glaube ich, 100 Mal gefragt an einem Tag. Ne? Ich kann das nicht. Man kann das einfach tatsächlich nicht wirklich beschreiben. Ich habe so oft miterlebt, dass ich meine, es mir vorstellen zu können. Aber ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Du hast irgendwann mal gesagt, es ist... als ob man 100 Sit-Ups macht und die letzten 10, die schon extrem wehtun, wo der ganze Muskel sauer ist, muss man dann halten. Muss man halten und du hast halt nicht das Gefühl, dass du dich dann zurücklegen könntest und alles entspannt sich, sondern das ist halt trotzdem da. Es bleibt halt da, irgendwie so. Und es kommt halt unkontrolliert. Und wenn man sich entspannt zurücklehnt, ist es trotzdem noch da. Ja. So ungefähr. Ja, also scheiße. Atmen, wehen. Also wichtig, atmen ist etwas, was du unterschätzt hast. Genau, bei den Eröffnungswehen habe ich halt so ganz schnell... gehechelt und das war eigentlich total gut. Also ich kam damit total super klar, aber ja, da muss man sich, glaube ich, reinfinden. Also ich musste mich eh von Anfang an irgendwie erstmal in die Atmung reinfinden. Das hat so ein paar Wehen gedauert, bis ich das raus hatte. Und da war auch die Hebamme echt super. Die hat mir da echt super geholfen und gesagt, ich muss mal so machen und jetzt atmen und jetzt nicht. Also das kann ich nur allen empfehlen. Hört da auf die Hebamme, die wissen ganz genau. Und die sagen einem das auch 100 Mal und ich war total dankbar, dass es mir bei jeder Wehe wieder gesagt wurde, wie ich atmen muss, bis ich es irgendwann raus hatte. Und die probieren ja auch mit euch rum oder die haben auch mit dir rumprobiert. Es ist ja nicht so, dass jede Frau gleich ist und dass die immer sagen, so jetzt hechel mal, weil das hilft dir gut, weil die probieren dann auch mal 3-4 Sachen aus und kriegen dann irgendwann ein Gefühl für die Frauen auch, wie die so drauf sind, was die möchten. Ja.
Deswegen nicht sofort, wenn nicht sofort alles klappt oder das irgendwie euch nicht taugt, dann ein bisschen Geduld. Meistens geht man da so ein paar Sachen durch. Das war ja bei dir auch so, ne? Du hättest ja auch total gerne mehr im Vierfüßler gewesen oder genau, mehr im Stehen. Genau, wir haben das dann auch ausprobiert, mal ein bisschen auch irgendwie die Position zu ändern. Aber irgendwie war ich so, vielleicht auch tatsächlich noch wegen des Kreislaufs, so schwach in meinen Beinen, dass ich mich nicht im Vierfüßler halten konnte. Ich musste irgendwie liegen. Ne? Noch nicht mal. Als du dir auf mich dich lehnen solltest, sie war im Bett, hat auf den Knien und sollte ihre Arme so auf meine Schultern machen und einfach mal so ein paar wehen, damit man mit der Schwerkraft so ein bisschen arbeiten kann. Das ging keine Sekunde. Ne? Nee. Da hast du gesagt, es tut mir echt, du hast dich auch tausendmal entschuldigt, es tut mir so leid, Leute. Ich wollte das so gerne. Ja. Ich wollte gerne auch mal ne, für sie auch, damit sie auch mal eine andere Position in mir halt hat und wie du schon sagst, die Schwerkraft da ein bisschen mitarbeiten kann, wollte ich halt total gerne mal irgendwie einen Positionswechsel, aber ich habe das nicht hingekriegt. Und ich lag halt viel auf der erst auf der einen Seite, ne, mit den Beinen dann so und dann auf der anderen Seite. Aber da hatte ich irgendwie auch nicht so viel Kraft richtig zum Pressen, habe ich gemerkt. Ne? Ja, und dann haben wir ganz klassisch den Käfer. Das ist schon geil. Also ich musste sagen, da kriegst du halt so Griffe in die Hand und dann hat man schon so richtig Kraft. Und ich hatte Muskelkater die nächsten Tage in meinen Armen von diesen Griffen. Ja. Also so als Quintessenz, man darf sich nichts vornehmen, so wie man gebären möchte. So eine Wannengeburt wäre auch. Ach, vielleicht eine Wannengeburt, genau. Aber mit meinem Kreislauf wäre das überhaupt nicht mehr möglich gewesen. Und das ist auch gar nicht schlimm. Also ich meine, du als Frau als Gynäkologin, da hätte jetzt auch keiner gedacht, dass du dann doch den klassischen Käfer wahrscheinlich machst. Nee. Also dachten, alles kommt irgendwas Abgefahrenes. Aber du hast mittendrin gemerkt, es geht nichts anderes. Genau. Das ist überhaupt nicht schlimm gewesen, weder für die Hebamme noch für mich. Sondern ihr müsst euch oder du musst dich wohlfühlen und wo du am meisten Kraft hast. Und auf einmal warst du da, hattest das Ding und das Ding und hast das eine Bein bei der einen Hebamme oder bei der Ärztin und das andere dann bei der Hebamme und dann hast du auf einmal Power ohne Ende. So viel Kraft, trotzdem noch, obwohl ich so fertig war. Ja. Das war der Wahnsinn. Also. Und das war halt das Gefühl, als du dann drücken durftest, musstest. War schon gut. Da hat man auch endlich gemerkt, dass da was passiert. Also mit den Senkwehen merkt man in einem drin irgendwie noch nicht, wofür man es so macht. Da merkst du, also ich habe zumindest, oder mit den Eröffnungswehen, ich habe keinen Unterschied gemerkt von nach der Wehe oder vor der Wehe oder auch während der Wehe, dass da was passiert. Aber damit, dass du pressen kannst, merkst du, du verschiebst was in deinem Bauch. Ja, was wohl? Und da hast du so ein Erfolgserlebnis quasi. Genau, und dann merkst du, oh ja, stimmt, da passiert jetzt was. Und das war schon irgendwie total cool, dass man da sagen konnte, so, jetzt weiß ich auch, wofür ich es tue. So. Und wusstest du direkt, wo du hindrücken sollst, oder war das auch erstmal so ein Findungsprozess? Habe ich auch gebraucht. Ich habe, glaube ich, auch erst irgendwie zu viel nach vorne so gepresst. Weil man sagt immer, ja, jetzt dürfen wir mal mitdrücken und ja, wohin? Also, keine Ahnung, viele sagen ja, wie beim Kacken. Aber so ist es auch tatsächlich. Also ich habe erst gedacht, muss ich jetzt wirklich so pressen wie, also man soll ja beim Kacken nicht pressen. Ja. Ne? Nein, aber natürlich nicht. Nein. Das ist nicht gesund. Ja. So. Auch hätte man das auch genau. Das macht Hämorrhoiden und das wollen wir alles nicht. Aber so ähnlich wie, muss man schon da runterpressen und auch tatsächlich in diese Richtung und nicht so nach vorne irgendwie. Und da habe ich auch ein bisschen viel gebraucht, bis ich wusste, okay, man denkt ja auch, oh Gott, vielleicht kommt da jetzt unten noch mal was anderes mit raus, ne? Irgendwie ein bisschen Kacki oder so. Mhm. Das ist einem dann vielleicht auch total unangenehm. Ich habe auch total viel Pipi gemacht. Ja, mega. Total, ich habe das auch ganz gesehen, weil ich da oben war. Ja. Ich habe total viel Pipi gemacht. Ja. Vorher schon. Du hast halt 1000 Infusionen bekommen bei dem Kreislauf. Ja, genau. Es musste alles raus. Und dann haben die mich tatsächlich unter diesen Eröffnungswehen noch aufs Klo geschickt, weil ich so viel Wasser lassen musste. Und die dann meinten, oh, die Blase ist ziemlich voll, das ist alles im Weg. Und dann war ich noch Wasser lassen, dann hatte ich noch eine Wehe auf dem Klo, das weiß ich auch noch. Ja, auch schon passiert, das war Kinder auf der Toilette bekommen waren. Ja, und dann war die Blase leer und dann ging es auch gut. Aber ja, tolles. Naja, und dann presst man halt irgendwie Doch in die Richtung nach unten. Das ist ja so ein alter Hebammenspruch, den viele gar nicht glauben oder was immer so als doofer Spruch tituliert wird, aber es ist tatsächlich wohl diese Richtung. Ja. Und wenn man sich das anatomisch auch mal anschaut, dann muss es auch so in die Richtung drücken. Ja. Und man hat auch das Gefühl, wenn das Köpfchen dann tiefer kommt, einmal so in die Kurve, dass man es aufs Klo muss. Genau, das hatte ich auch. Und dann habe ich nur gedacht, ich presse jetzt wieder, als ob ich groß muss. Genau. Drauf geschissen im wahrsten Sinne. Ich sage immer, ist halt scheißegal. So. Wenn sie sagt, und dann habe ich halt richtig gemerkt, wie der Kopf da runtergerutscht ist. Und das war schon schön. Aber dann ging es halt leider nicht weiter, ne? Nee, dann hat die Hebamme, ich war ja auch am Kopfende, immer gesagt, ach, die erste Locke ist schon geboren. Oder nee, sie sieht schon die Haare, genau. Ja, genau. Und bei uns in der Familie, sind alle Glatzköpfe und meine Nichte und mein Neffe, die waren auch jetzt nicht sonderlich behaart auf dem Kopf.
sodass ich in meiner Forschung auch im Kopf hatte, dass dieses Kind, was daraus kommt, auch irgendwie so sein müsste, ohne Haare. Und auf einmal sagte sie, die Hebamme, ja, da sind schon Haare zu sehen. Ich so, ja, Glatze oder so ein heller Flaum. Nee, lange, dunkle Haare, Locken. Die erste Locke ist schon geboren. Ich so, was ist jetzt los? Ja, und diese Locke war auch des Öfteren dann geboren, ne? Bestimmt 6, 7 Wehen. Das Köpfchen stand schon da unten, also man konnte es schon quasi sehen in der Wehe, aber es ging nicht vorwärts. Und das war schon heftig. Und mit jeder Wehe, wo ich während der Wehe wirklich so 3, 4 Mal richtig gepresst habe, mit all seiner Kraft, und jedes Mal, ja, es ist gleich vorbei. Was sollen wir denn sagen? Und dann war es immer noch nicht weiter. Und so, ja, gleich haben wir es geschafft. Und die nächste. Und das war bestimmt noch mal 1,5 Stunden oder das so. Das war echt krass gepresst, wo es nicht vorwärts ging. Ja, und das gibt es schon mal, dass, vor allem bei den Erstgebärenden, dass man sich dann wirklich an seinem eigenen Dampf ein bisschen erschöpft. Also, dass man da gegenpresst und es geht einfach nicht. Also der Kopf war schon wirklich zu 90% geboren. Es hat wirklich nur noch dieser Mini ging nicht. Ja. Du hast selbst gemerkt, ne? Ich habe selbst gemerkt. Da geht das irgendwie. Es passt nicht. Ich habe so viel Kraft da reingesetzt. Alles, was ich hatte, also wirklich irgendwann alles, was ich hatte. Und ich habe einfach gemerkt, es passt nicht. Mhm. Und dann habe ich schon Blickkontakt mit der Oberärztin aufgenommen und es war mir klar, was jetzt bevorstehen würde. Und es war auch nicht schlimm. Für dich war es ja auch nicht schlimm. Es ist okay. Mach den Schnitt, mach und den ich hab dann Schnitt. Gesagt, und sie hat dann noch 3, 4 Wehen gewartet. Genau, ne? Hat dann nochmal gewartet. Und da hast du irgendwann gesagt, schneid jetzt den Damm oder schneid mich jetzt auf oder so. Und dann hat sie das auch gemacht. Aber dann meinte es war sie dann noch, du weißt aber auch. Bist aber gut informiert. Genau. Ja. Gut, das bleibt da nicht aus. Ich habe ganz viele Witze gemacht, ne? Ja, du hast dann irgendwie so eine Hochphase, als du wusstest, ey, da passiert was, das Kind ist gleich da, da bist du nochmal so richtig abgegangen, so emotional. Ich habe gesagt, ich fühle mich wie ein Käfer. Ja, irgendwie sowas, ich fühle mich wie ein Käfer und du hast gesagt, ich liebe dich und du hast gesagt, das wird ein Einzelkind. Stimmt, es wird ein Einzelkind, weil es so anstrengend war. Gehört? Das weiß ich, das habe ich schon wieder fast vergessen. Ja. Aber ich habe wirklich inzwischen diesen heftigsten. Hast du gesagt? Hast du mich ganz intensiv angeguckt, hast gesagt, ich liebe dich. So, okay, jetzt ist sie irgendwie in einer anderen Welt. Nein, das war ganz bewusst, weil du so toll warst an meiner Seite. Du hast mich oft zurechtgewiesen, das fand ich auch schön. Also man versucht ja als Mann, das muss man auch mal die Sicht erzählen, irgendwie zu helfen, irgendwie seinen Beitrag zu leisten. Und wenn es nur mit einem feuchten Tuch immer mal abwischen ist oder hinten auf den Nacken legen. Aber ich habe oft falsche Sachen gemacht. Oder du hast immer gesagt, nein, jetzt nicht. So, willst du noch Wasser? Nein. Und eine Sekunde später fragte die Mama, willst du noch einen Schluck trinken? Ja. Das ist nicht wahr. Okay. Und dann so mit einem kalten Lappen, mach das weg. Nein. Das war wirklich oft. Ja, okay. Aber es war herrlich. Ja, aber es ist so, wir Männer müssen dabei sein, müssen das durchstehen, müssen gedrückt werden an der Hand. Das ist alles, was wir machen können. Und motivieren. Ich glaube, ich habe dich auch viel motiviert. Das war richtig gut. Ich habe gesagt, jetzt Feuer, jetzt Vollgas und jetzt gibt nochmal alles. Und gerade unter den Presswehen, das hast du richtig toll gemacht. Das war richtig schön. Du hast ja auch meinen Kopf richtig gehalten und so. Das war gut. Also man muss dann halt auch auf die Hebamme hören, als Mann, der sich nicht auskennt, was die so sagen. Die geben auch gute Tipps, was die Männer angeht. Und wenn man merkt, als Mann, ich kipp um oder ich pack's nicht, setzt euch hin. Ich meine, wo ist das Problem? Gibt's viele, die kein Blut sehen können, denen das alles zu viel ist. Als Mann, das habe ich auch gemerkt und musste ich auch erst verstehen, ist diese Zeit, für dich ging das super schnell alles. Ja. Für mich war diese Zeit aber genau diese Zeit. Also von 17 Uhr in der Klinik bis 2 Uhr nachts. Du kriegst das ja mit, wie die in der Wanne liegt eine Stunde. Du kriegst das ja mit, wie die eröffnet 4 Stunden. Und für dich ist das, du isst nichts. Und zwischendurch hatte ich auch ein kurzes Gefühl, ich muss jetzt irgendwo reinbeißen, sonst mache ich hier die Grätsche. Das vergisst man auch, wie lange so eine Geburt sein kann als daneben sitzender Mensch. Ja. Das geht für die Frauen natürlich relativ schnell, weil sie viel oft auch mit sich beschäftigt sind oder so in einer Trance sind. Das musste ich auch erst lernen. Also wie lange so eine Geburt sein kann, sonst wirst du als Arzt halt dazu gerufen. Musst du irgendwas machen oder eben nicht und gehst wieder raus, aber mal so komplett von vorn bis hinten ist schon eine Zeitspanne. Also waren wir an den Punkt gelangt, wo wir gesagt haben, aufschneiden. Also ein Darmschnitt. Ein Darmschnitt, einen kleinen Darmschnitt, man hört sich immer so fies an, der ist ja auch nicht so groß, sondern das ist ja so ein Schnittchen war das, das sind so 1-2 Zentimeter, die es wirklich nur brauchte, um über so eine Spange in der Scheide, da ist also so eine Gewebsspange, die so fest ist, die nicht nachgibt und wenn sie irgendwann nachgibt, dann reißt alles auf und deswegen macht man das mal. Wir machen das auch nicht gerne, aber wenn es sein muss, muss es sein. Und bei dir war es so und du warst dann, glaube ich, auch froh, weil nach der Wehe war es dann da. Ne? Also ich muss mal sagen, ich habe diesen Schnitt überhaupt nicht gemerkt. Ist betäubt worden? Das habe ich auch nicht gemerkt. Okay. Nee. Sie hat das nur gesagt, die Ärztin, dass sie das jetzt macht.
Und vielleicht habe ich das gefühlt oder so, aber es war jetzt überhaupt nicht unangenehm. Und auch den Schnitt selbst, ich habe das nicht gemerkt. Ja. Und ich habe nur gewusst, jetzt gleich darf ich richtig nochmal pressen und vielleicht ist es dann da. Ja. Und dann war es auch so. Ja, erzähl mal. Also das Köpfchen stand ja schon die ganze Zeit da. Wir haben dich auch gefragt, ob du es anfassen willst. Das machen wir für viele Frauen, weil man einfach den Erfolg auch sehen oder fühlen möchte. Aber ich habe es ja gefühlt. Ich wusste ja, dass es total weit zu dem Zeitpunkt ist. Ja, genau. Ja, und dann war der Dammschnitt gemacht. Und ich lag da so und dann habe ich einmal richtig gepresst und dann war der Kopf draußen, ne? Und ich habe es halt gesehen. Ich habe gesehen, wie der Kopf da zwischen meinen Beinen ist und ich meinte nur so zwischen den beiden Presse und ich habe so, oh krass, wie krass ist das? Alter, krass, oh krass, wie krass ist das? Das war echt total cool. Ja, weil das war so faszinierend, wie dieses Geschöpf aus einem rauskommt. Was eben noch da drin war, ne? Ja, und dann mit dem nächsten Pressen war sie dann auch komplett da, ne? Das ging dann doch echt ganz schnell. Also, du hast ja auch richtig schön angeschaut, weil viele Frauen sind dann halt Augen zu oder irgendwie vom Kopf verdreht und du konntest das richtig sehen. Manche möchten es auch gar nicht sehen, wie das von vorne bis hinten rauskommt. Oh, ich wollte das richtig sehen, wie das rauskommt. Es war aber auch gut, du hast meinen Kopf immer so gehalten beim Pressen. Und man hat beim Pressen immer den Drang, sich so, aber halt nach so zu pressen, das musst du auch erstmal raus haben. Und das hast du halt gut gemacht, immer mit meinem Köpfchen so. Und dadurch konnte ich das halt tatsächlich sehen, wie sie rauskommt. Und das war so faszinierend. Ja. Gut, du kannst aber das Coole war, ich habe da im Augenwinkel auch hingeschaut, aber ich habe viel mehr auf dich geschaut, wie du diese Situation empfindest. Und das war für mich total toll, weil ich schon so oft gesehen habe, dass es für mich jetzt natürlich schon was Besonderes, weil es die eigene Tochter ist, aber es war jetzt nichts total überwältigendes Neues, wo ich denke, oh Gott, ich habe es auch noch nie gesehen, viel Blut, irgendein glitschiges Ding kommt da raus, ich muss da genau hingucken, was ist das denn, sondern ich konnte mich echt auf dich fokussieren und konzentrieren und fand es total schön, dich dabei anzugucken, wie du dein Kind gebärst. Ja. Ich fand das total einen tollen Moment einfach. Aber das war schon echt. Das kann ich sagen, da kriege ich jetzt schon Tränen. Das war schon echt richtig schön. Ja, war es auch. Ja. Ja, und dann war es da. Und dann war sie da. Ja. Auf die Brust gekommen direkt, so wie sie ist, mit allem Käseschmierezeugs, wie sie es gehört. Und auf einmal war da so ein haariges, wie haben wir gesagt, Meister Yoda mit Haaren. Also ganz geknautschte kleine Maus mit solchen Augen gleich aufgerissen, sich umgeschaut. Stimmt, hat sie, ne? Ja. War ganz wach. Ja. Und diese Situation ist halt auch grotesk, weil dieses Kind, was du da rausarbeitest und 9 Monate bebrütet hast und alles gibst, was du als Frau überhaupt nur zu geben hast, arbeitest du da raus und auf einmal liegt es dir auf der Brust. Das ist einfach die krasseste Bindung, die man aufbauen kann überhaupt. Also das ist heftig. Ja, und dann lag sie hier, ne? Und ich wurde noch genäht und in der Zeit lag sie die ganze Zeit. Ich durfte abnabeln. Genau. Ja. Das war auch schön. Genau. Und dann hat sie tatsächlich schon sehr schnell die Brust gesucht. Ne? Also sie hat das echt, weil sie so wach war, das war schon irgendwie faszinierend, was sie so für Instinkte haben. Ne? Dass sie dann schon so ihr Köpfchen hin und her und da angefangen hat zu wuseln und zu gucken. Ne? Und dann ist sie direkt bei mir an die Brust gegangen. Das waren die ersten Schlückchen, die super wichtig sind. Also echt, das. Wenn das gleich funktioniert, ist das toll. Es muss aber nicht gleich funktionieren. Das ist deswegen, so klein. Ja, es ist immer noch mini. Ja, da liegt's. Sie hat jetzt schon gut zugenommen, aber... Ja, ganz schön proper. Ich glaube, haben wir gar nicht erzählt. Ach, die Nachgeburt. Ja, erzähl mal das nochmal, weil das ist ja etwas, was man immer vergisst, ne? Müssen wir auf jeden Fall, haben wir jetzt auch wieder vergessen. Ja. Wir spulen kurz zurück. Kind da, alles gut, abgenabelt. Bei dir war es halt auch so super unkompliziert. Sonst kriegt man immer so einen Tropf, so eine Wehenförderung, dass man noch so ein paar Nachwehen hat. Weil die Plazenta muss ja noch da raus, der Mutterkuchen. Genau. Und das kann manchmal echt nochmal ein Hickhack sein, weil die nicht rauskommt und hier, da muss man Tonübungen machen und was weiß ich. Und bei dir war es schon so, dass ich dann, als ich abnabeln sollte, habe ich schon unten gesehen, bin ich einmal vorbeigegangen, wie die schon fast so fast in der Scheide hin. Ja, genau. Dann war es eigentlich nur eine Sache von 3-4 Mal drücken. Nach 10 Minuten kam sie dann schon, ne, ungefähr. Und wie war das nochmal? Schon nochmal pressen, aber das habe ich total gerne gemacht. Ne? Also die Ärztin hat dann auch gesagt, oder die Hebamme, schaffst du das nochmal zu pressen? Aber das war dann ganz leicht, weil dieser ganze Druck und ja, aber auch dieser gefühlte Druck, ich muss jetzt unbedingt, also irgendwie das schaffen und so. Das schaffen und das ging dann, hast du auch noch Kraft für. Also ich hatte da nochmal gute Energie für. Ja, und dann kam die auch direkt komplett vollständig auch raus, ne? Am Stück und ist halt super weich, deswegen ist das jetzt nicht vergleichbar mit nochmal ein Kind gebären. Viele haben da Angst vor, dass dann nochmal eine Geburt quasi als solches ansteht. Das war echt, also es ist halt sehr flutschig so, ne? Also fühlt sich halt ganz seltsam an.
Ja. Ja, das ging echt total unkompliziert, das muss man echt sagen. Das war gut. Deswegen haben wir dann auch gesagt, gehen wir ambulant. Ne? Genau. Wir wollten hier nach Hause, wir sind hier, fühlen uns wohl, hier ist es kühl, hier können wir unter uns sein. Es war alles in Ordnung. Unsere Hebamme, die die Geburt begleitet hat, also unsere eigentliche Hebamme war zu der Zeit im Urlaub. Und diese Hebamme, die uns da begleitet hat in der Nacht, hat dann auch gesagt, dann übernehme ich das und mache die Nachsorge. Und das ist natürlich Win-Win. Also wenn jemand die Geburt begleitet, den Menschen schon kennenlernt, Untergeburt und jetzt auch noch die Nachsorge macht, ist das perfekt. Super. Das ist natürlich. Genau, die kamen dann abends direkt. Ja. Und wir waren dann 2-3 Tage später bei der U2 beim Kinderarzt. War alles top. Also ambulante Geburt. Ich würde sie das jederzeit wieder machen, wenn natürlich alles gut ist. Wenn alles gut ist, genau. Und ich muss auch sagen, hätte ich jetzt, weil ich habe auch gesagt, sie war halt ja dann am Anfang schon an der rechten Brust mal kurz und ich wollte halt total gerne, dass sie auch nochmal an die linke geht. Ne, um einfach zu gucken. Und hätte sie das vielleicht nicht gemacht, da hätte ich gesagt, lass uns noch ein bisschen bleiben. Aber das hat sie halt auch sofort gemacht. Und mir ging es gut. Ich bin schon mal auf Toilette gegangen und konnte mich halt gut bewegen und habe mich auch gut gefühlt. Und wusste halt, an dem Abend kommt die Hebamme direkt wieder. Ne? Das waren halt alles so Sachen. Hätte ich jetzt gewusst, die Hebamme kann erst übermorgen oder so, ne? Dann hätten wir gesagt, das machen wir nicht. Ja. Also da muss man schon gut in sich reinhorchen und gucken, ist man dafür wirklich bereit, weil es ist schon ein Unterschied, man ist wirklich zu Hause nur für sich, es ist keiner da, der mal eben schnell gucken kann oder auch. Und du hattest ja auch noch mich, ne? Also wenn irgendwas gewesen wäre. Genau, ich hatte zum Beispiel dann auch, ne, wir hatten halt ziemlich viel diese ganzen Binden und so für den Wochenfluss mitbekommen, das sind halt auch so Sachen, ne? Da kommt halt ziemlich viel Schlotter hinterher doch noch raus. Ne, und wenn man das vielleicht nicht in der Klinik hat, sondern zu Hause, ist man vielleicht schon ziemlich verunsichert. Und ich habe auch einmal dir gesagt, so, ja, guck doch nochmal drüber, ob das alles so okay ist oder ob das jetzt irgendwas... Ne, also ich kann das auch verstehen. Vielleicht ist es beim zweiten Kind, ne, wenn man das alles schon mal kennt. Also ich fand es gut, dass wir es gemacht haben, alleine auch wegen der Hitze halt da im Krankenhaus und weil es hier so schön kühl ist. Und weil ich dich hatte, ich weiß aber nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn... Das würde ja auch kein Mann mitmachen. Ich glaube, der würde dann auch sagen, ey, das ist mir echt zu heiß, wenn da zu Hause was ist mit dem Kind oder mit der Frau. Ich weiß es nicht einzuschätzen. Ja, dann blutet man dann doch Und du weißt es überhaupt nicht, weil es ist ja schon nicht wenig Blut, was dann auch im Wochenfluss rauskommt. Ja. Ja, kann man total nachvollziehen. Bei uns hat sich das angeboten. Genau. Unterm Strich muss man echt sagen, wir hatten das große Glück, natürlich auch ein Privileg, weil ich da arbeite, dass wir eine 1:1 Betreuung der Hebamme hatten. Die ganze Nacht war die da, die hat sich wirklich den allerletzten aufgerissen für uns. Ja. Das ist nicht die Regel heutzutage, leider, muss man sagen. Das hatten wir natürlich nur durch dieses Vitamin B. Und wenn ich mir da vorstelle, dass da manche Frau auch mal viel Zeit alleine verbringt. Mit dem Mann und der Mann ist auch... Nicht jedes Mal gesagt bekommt, wie sie hecheln muss und so weiter, ist das eine ganz andere Hausnummer. Und das ist schon krass, wie das heutzutage, wie das die Politik einfach so ignoriert, oder? Um dann nochmal auch politisch zu werden. Weil natürlich sitzen die Hebammen dann nicht hinten in der Hängematte und trinken Cocktails, sondern die haben so viel zu tun, sind so unterbesetzt, dass eine 1:1 Betreuung heutzutage fast gar nicht mehr möglich ist. Ja. Das ist das Traurigste, was es gibt. Das ist unsere Geburt. Jeder Mensch ist durch die Hände von Hebammen auf die Welt gekommen. Das ist das Wichtigste überhaupt, unsere Gesundheit. Und die Politik schafft es nicht, da mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Total, also ob es die Pflege ist, ob es die Altenpflege ist, ob es die Hebammen sind, ob es die Ärzte sind. Es ist eine Katastrophe. Die Bezahlung einfach. Ja, aber dafür muss man doch Geld übrig haben, dass man der Gesundheit von Deutschland, da muss doch Geld da sein. Ja, ich verstehe das nicht. Der Zug ist die Zukunft. Ja, genau. Und das kann ich bis heute nicht verstehen. Es wird sich auf andere Themen gestürzt, die ja mit Sicherheit auch wichtig sind. Aber dass unsere Gesundheit, ich habe immer das Gefühl, wir gucken auf unsere Grenzen, was die Flüchtlinge machen, was absolut wichtig ist. Das stimmt auch, aber wir zerfallen von innen und kriegen es gar nicht mit und gucken nur nach außen, was ist denn, oder kommen wieder welche, oh scheiße. Anstatt da einfach mal ein bisschen was in die Hand zu nehmen und in die Gesundheit zu packen. Fängst schon an zu gehen. Nee. Das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Ich finde das echt krass. Das ist einfach abartig. Wir werden alle mal alt, wir müssen alle mal gepflegt werden und ich möchte von jemandem gepflegt werden, der das gerne macht, der Zeit für mich hat, der mich nicht in meiner Kacke da sitzen lässt, der mich nicht vollgepinkelt rumsitzen lässt. Und mich immer im Hinterkopf hat, er hat Stress und er hat Druck. Ja, der macht jetzt schon wieder 3000 Überstunden. Das ist im Gesundheitswesen einfach furchtbar. Das kann ja auch nochmal ein bisschen politisch werden. Musste mal raus. Ja, es muss auch raus. Jetzt hast du schon so einen kleinen Hebel hier, den kann man doch mal benutzen. Also, wir hatten eine sehr schöne Geburt. Wie war das denn, als du nach Hause gefahren bist? Du hast uns ja nach Hause gefahren. Erzähl das dann nochmal kurz. Krass, also super krass. Surreal auch, vor allen Dingen hier anzukommen. Ich hatte ja auch hier einen kleinen Hänger dann, muss man sagen. Ich war übermüdet, kam hier an und hatte dann echt mal so ein bisschen
zu schlucken. Und auf der Fahrt war ich noch total euphorisiert. Also das Kind hinten im Maxi-Cosi, du daneben. Ich war überglücklich. Keine Ahnung. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf einmal vorsichtiger fahre. Ich bin ganz normal, wie sonst auch gefahren. Aber es ist schon krass, dann hier den Maxi-Cosi auszupacken, hier reinzukommen, das Kind abzustellen und dann zu merken, okay, das ist neu. Und da hatte ich dann tatsächlich auch einen kleinen Hänger, wo ich dann auch mal echt eine Träne verdrücken muss und auch geweint habe, weil ich mir ist halt erstmal alles bewusst geworden, was jetzt passiert und was jetzt auf uns zukommt und welche Verantwortung da auf einen hineintrescht. Aber es ist ja auch klar, ich meine, ich habe 9 Monate Zeit, mich schon darauf wirklich vorzubereiten. Du kriegst es mit, schränkt es ein. Ja. Mich schränkt es ja schon von Anfang an ein, kein Alkohol. Ne? Man isst vielleicht bestimmte Sachen nicht. Man denkt halt immer dran, weil es einfach in einem drin ist. Ja. Und erst recht, wenn es halt größer und später, ne, dann. Aber für euch Männer ist es ja wirklich so, an der Arbeit irgendwo, ne, Frau irgendwie im 8. Monat, das vergisst man dann vielleicht mal. Ja. Und dann auf einmal von jetzt auf gleich. Also, liebe Männer, das ist selbst für mich, das ist normal. Ich glaube, das ist einfach krass. Und das kommt auf einmal plötzlicher, also es bahnt sich ja an, dass irgendwann mal ein Kind kommt, aber auf einmal ist es da. Und es ist völlig normal, da auch mal zu hadern oder auch mal zu denken, wow, das, ob ich das schaffe, ob ich das möchte. Aber es ändert sich innerhalb von wenigen Stunden. Also bei mir ging das ja dann wirklich, ich habe mit dir geredet, es hat extrem viel geholfen, dass man sich einfach mal ausheulen konnte. Und auf einmal ist dieses Wesen mit das Liebste auf der Welt, oder ja, das ist dein Fleisch und Blut, die Hälfte von ihr, was Tolleres gibt's nicht, und ich würde jetzt für sie vor den Zug springen, aber ich kenne sie noch nicht mal richtig, also die kann dann nicht mal, außer quäken und kacken kann sie ja noch nicht so viel, und trotzdem ist sie ein Teil von mir, also das ändert sich schnell, da nicht irgendwie verzagen, wenn da am Anfang die Gefühlswelt noch total durcheinander ist, das ist, glaube ich, normal. Geht aber schnell weg. Ja, schöne Geburt. Also schnelle Geburt. Lieber kurz und schmerzvoll als lang und so ein bisschen, oder? Ja. Also so Kacke, man vergisst das ja. Es war ja trotzdem lang. Ich meine, ich hatte morgens um 7 schon. Ja, von der ersten Gern ist das schon. Kleinere Wehen. Seine Geburt hattest du ab. Mit unserem Spaziergang, wo wir deinen Kreis erkamen. Ja, genau. Dann ging es richtig ab. Und das war schon schnell. Entschuldigung. Warum bist du eigentlich so müde? Es sind doch super Nächte gerade. Du schläfst. Ich habe heute Nacht ein bisschen mein Vaterdasein vernachlässigt. Es tut mir leid, du hättest mich auch wecken können. Alles gut. Ja. Ich bin ein bisschen. Das Geilste war, das muss man kurz erzählen, weil die Story ist echt super. Du hast ja bestimmt 3-4 Stunden mit diesem Kind gekämpft, was so geknärmelt hat. Hat irgendwie einen Pups quer hängen. Und ich bin da so im Halbschlaf, so ein Auge offen. Ich sage, mach doch mal den Oberkörper ein bisschen höher. Und das hat gepennt. Das und in einer Sekunde. Einfach in der Sekunde. Das ist gemein. Da habe ich mich umgedreht und weiter geschlafen. Ich habe meinen Sorgen erfüllt heute Nacht. Ja. Na, Holly? Ja, gut. Die Katzen sind vernachlässigt. Ja. Okay. Vielen Dank fürs aufmerksame Zuschauen. Das war unsere Geburt von der kleinen, süßen Maus da. Machen wir nochmal. Warten wir mal kurz, ne? Ja, ein bisschen. Tschüss.